Ja, mal eine kurze Erklärung. Warum will ich keine Lohnunternehmen auf dem Feld haben? Da hinten, da ist das nicht meine Fläche. Das ist das Güllefass, der Zubringer. Hier war eine, ja, mehr schlecht als rechte Zwischenfrucht. Und guckt euch das an. Mal so als Relation. Hier die Hand, die ist, wenn ich die unten ablege, ne? Locker eine 12 bis 15 cm tiefe Spur, das ist ein Wahnsinn. Aber natürlich ganz klar, da ist nicht nur der Lohnunternehmer dran schuld, auch der Landwirt, der ihm den Auftrag gibt und sagt, hier, ne, fahr mal da entlang, das passt schon. Ne? Müssen wir uns alle mal selber auch ein bisschen an der Nase packen. Oder gut, ich mir nicht, aber viele andere. Ja, diese bescheuerte Blechgeilheit oder Blechsucht kann man es ja auch nennen, wenn man mal so über die Agritechniker guckt. Das ist, glaube ich, ganz schwer, die Leute davon wegzukriegen. Ich meine, ja, ein bisschen war man ja selber früher so. Ich glaube, das muss einmal richtig wehtun. Richtig wehtun im Portemonnaie. So, und deshalb passiert auch hier in Deutschland nichts. Es geht uns einfach zu gut. Wir haben ja auch eine gute fachliche Praxis, eine gute Ausbildung, halten Fruchtfolge halbwegs ein, haben hier und da eine Hecke, haben ein milderes Klima, ein gleichmäßigeres Klima als auf den großen Kontinenten. Da passiert einfach noch nicht genug. Und deshalb ist hier der Druck zur Veränderung noch nicht groß genug. Und nur wenn diese Veränderung einmal gegangen wird, dann stellen die Leute die vielen kleinen anderen Vorteile fest. Nur wie gesagt, es muss einmal richtig wehtun im Portemonnaie. Weiß man ja auch fast nicht, ob es vielleicht nicht, ich meine, das wollen jetzt viele nicht hören, aber vielleicht brauchen wir noch ein drittes und viertes Dürrejahr, damit die Leute anfangen nachzudenken. Wäre wahrscheinlich der ganzen Landwirtschaft, dem Boden allen, muss man leider so sagen, auf Dauer mitgeholfen. Nur mal ganz kurz hier, guck mal hier, ne, vom Mobgrazing, so ein paar Köddel hier. Oder Quatsch, das nicht vom Mobgrazing, hier ein bisschen größerer Haufen. So, und das ist übrigens eine Fläche, wo der Schäfer direkt drüber hergezogen ist. Und ich hoffe mal, man kann so ein bisschen erkennen, das ist schon wieder ausgetrieben hier. Jetzt muss man natürlich aufpassen, je nachdem, wie viel Wasser wir im Frühjahr haben, ob wir da nicht vielleicht noch mal was eher abtöten müssen, als mir eigentlich lieb wäre, bevor das Wasser alle ist.